und schauen auf den Fußball. Denn Borussia Dortmund hat einen Nachfolger für Hans-Joachim Watzke gefunden. Ab Mai wird der frühere Nationalspieler Lars Ricken überraschend zum Geschäftsführer Sport. Lange war ja erwartet worden, dass Sebastian Kehl diese Funktion übernimmt. Zuletzt war dieser allerdings intern in die Kritik geraten, unter anderem wegen seiner Transferpolitik. Herr Lars Ricken arbeitet aktuell noch als Direktor Nachwuchsleistungszentrum in Dortmund. Und ich möchte darüber sprechen mit Vizesportchef Walter Straten bei mir. Die große Überraschung ist es eben, dass es nicht Kehl ist. Wie ist das zu erklären? Ja, es deutete sich schon ein bisschen an in den letzten Wochen, dass Sebastian Kehl, obwohl er sehr offensiv um sich geworben hat oder für sich geworben hat, dass er den Job denn doch nicht bekommen würde, weil es intern auch Kritik gab an den Transfers. Es lief ja sportlich in der Bundesliga nicht so. Und man hatte schon länger das Gefühl, dass sich Hans-Joachim Watzke da möglicherweise in eine andere Richtung orientiert. Dass es jetzt Lars Ricken geworden ist, das ist denn schon eine Überraschung, muss man sagen. Hat uns vorhin auch kalt erwischt. Watzke bleibt natürlich das große Thema. Er ist der BVB bisher. Wie wird sein Einfluss jetzt weitergehen? Ja, ich würde sagen, er wird so ein bisschen der Hoeneß von Dortmund. Am Tegernsee sitzt hier auch noch der Patriarch des FC Bayern, der schon noch die Fäden in der Hand hält bei den großen Entscheidungen. Und so ähnlich wird es in Dortmund auch laufen. Hans-Joachim Watzke ist ja noch bis Mai 25 im Amt, wird, so davon gehen wir mal alle aus, dann ins Präsidentenamt wechseln und hat dann mit Lars Ricken jemanden gefunden, der auch durch seine große Dortmund-Vergangenheit natürlich immer, um es mal so zu sagen, auf den Rat von Hans-Joachim Watzke hören wird. Also Aki Watzke wird dann ab 25 auch in anderer Position immer noch der starke Mann bleiben. Und da muss man gucken, wie sich Lars Ricken profiliert. Du hast gerade angesprochen, eine lange Geschichte. Natürlich jedem Fan bekannt, 1997 Champions League, ein unvergessliches Tor, das er da gemacht hat. Was muss man sonst bei ihm wissen? Wie wichtig war er seitdem schon für Dortmund? Gut, er war im Nachwuchsbereich sehr wichtig, hat da nicht in der ersten Reihe gestanden, ist sehr eloquent, also kann sich auch in der Öffentlichkeit ausdrücken und den BVB da, glaube ich, auch vernünftig vertreten. Was eigenständige Entscheidungen angeht, da bin ich dann wirklich gespannt, wie das laufen wird. Und ich glaube, wir werden ein Duo Watzke-Ricken erleben in nächster Zeit und Sebastian Kehl ist ja, bleibt ja auch nach wie vor verantwortlich für den sportlichen Bereich. Da muss man gucken, inwiefern Kehl und Ricken funktionieren. Meinst du, es wird sich viel bei den Dortmundern ändern? Du hast angesprochen, die Saison lief jetzt nicht so, wie man sich das erhofft hatte. Ja, was wieder passieren muss, ist eigentlich das Dortmunder Erfolgsmodell, dass man Spieler entdeckt, günstig kauft und sie dann zu weitaus höherem Preis verkauft. Das hat ja auch die Ära Kloppe geprägt und der damals Scout Mislintat, Sven Mislintat, der Diamantenauge genannt, der hat ja einen Großteil der Spieler entdeckt. Der wird ja auch wieder in die neue BVB-Führung eintreten, zuständig dann für den Nachwuchsbereich, also als Ricken-Nachfolger. Und da hofft man, dass dann wieder an alte Zeiten angeknüpft wird. Also billig einkaufen, Spieler groß machen und dann teuer verkaufen. Man konnte das auf jeden Fall mal, man muss einfach nur zurück zu dem kommen. Wir sind gespannt, Walter Straten, Dankeschön. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.